Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin's wieder, der Max, und wir spielen Yonkai Laili. Dies sollte vielleicht einigen von euch bekannt vorkommen, die große Banjo-Tooie und Rare-Fans sind. Denn es ist von denselben Machern, die haben sich von Microsoft abgesplittet, soweit ich gehört habe, und haben ein Kickstarter-Projekt gestartet und haben damit sich dieses Projekt finanziert und damit ein wunderschönes Spiel, hoffe ich, zusammengebaut. Es ist ungefähr genauso wie Banjo-Tooie aufgebaut. Man hört es sogar schon an den Geräuschen. Und ich denke, wir reden nicht groß drum rum und fangen an mit dem Hauptabenteuer. Und, oh, wie süß. Los geht's. Schmause leckere Schmetterlinge, um deine Gesundheit und Energie aufzufrischen. Okay. Hast du da verschiedene Taktiken, um die verschiedenen... Okay, zu schnell, aufgepasst. Einige Tricks und Fähigkeiten leeren deine Energieleiste. Huh. Okay, das könnt ihr selber lesen. Alles klar. Los geht's, hoffentlich. Ja, komm. Also, wie gesagt, es ist von den Rare-Machern und man hört es jetzt gleich schon direkt an den Stimmen, wenn die Leute reden. Was steht da? Ivory Towers. Sogar die Sounds sind dieselben. Richtig cool. Boah, sie sind super ähnlich, die Sounds. Richtig geil. Alles wurde gemäß ihren Angaben vorbereitet, Captain B. Das Personal gehört ihnen. Eigentlich sollte ich so eine Stimme von so einer Ente machen. Aber finden Sie, dass diese neue Statue golden genug ist? Oder sie zu golden? Oder ist sie zu golden? Sie ist, testet sie an einer Fokusgruppe. Die Angestellten brauchen jemanden, zu dem sie aufschauen können. Moment mal, was ist das? Das ist die Statue des Vizepräsidenten, Sir. Die habe ich nie genehmigt. Außerdem wirft sie einen ungünstigen Schatten auf den Sockel der Präsidentenstatue. Weg damit. Natürlich, sie sind jetzt der Boss. Sind wir bereit, die neueste Profit-Aufblähen-Technologie zu synergetisieren, Dr. Quack? Jawohl, Sir. Ich habe den Novellisator 64 vorbereitet, meine bislang genialste Erfindung. Damit können wir alle verstaubten alten Bücher der Welt stehlen und so zum einzigen Player auf dem Markt werden. Oh, das ist aber interessant. Eine gleichsam skrupellose und dynamische Strategie, Doktor. Sehr schön. Das ist eine Biene wohl. Bereiten Sie den Apparat sofort vor. Ich will bis Mittag auf dem Golfplatz von Welt 4 stehen. Ah, heißt doch Welt 4, super. Jawohl, Sir. Jawohl, sofort, Sir. Oh, was sind das denn für Typen? Oh, also wir wollen alle Bücher einsaugen. Oder der Gegner, der Böse. Und Quack, sorgen Sie dafür, dass Sie das besondere Buch sichern. Okay. Es gibt also ein besonderes Buch, was wohl wichtig ist. Schöne Welt. Sieht so richtig schön Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie-mäßig aus. Boah, ich habe mich so lange nach so einem Spiel gesehnt. Ich hoffe, dass es das auch erfüllt, diese Sehnsüchte. Das sind wir. Was für ein Leben. Dieser alte Schiffswrack fühlt sich endlich wie ein Zuhause an, Laili. Das kommt von meinem farbenfrohen Anstrich, Yoka.
Es war Zeit für eine Renovierung. Die meisten Zimmer waren unberührt, seit wir eingezogen sind. Weil ich glaube, das ist ein Mädchen. Wer weiß, was sich unter den Dielen verbirgt. Hauptsächlich Insekten, und zwar ziemlich leckere. Oh, und ein altes Buch, das ich als Getränkeuntersetzer verwende. Wow, ein Piratenschatz. Es ist sicher viel wert. Es sieht antik aus. Wirklich? Meinst du, wir sollten es verticken? Ich gebe dir 20% vom Erlös ab. Das sieht aber irgendwie besonders aus. Hey, mein profitables Buch. Es wird weggesaugt. Die Seiten, sie entfliehen. Und sie sind golden. Ich glaube, das Buch ist ein wenig spezieller, als du gedacht hast. Ja, das glaube ich auch. Schnell hinterher! Das Buch ist sogar noch mehr wert. Jetzt flieh. Was? Okay. Und wir können uns bewegen. Oh, das fühlt sich gut an. Okay, wir können springen. Wir können einen Doppelsprung machen. Boah, das bewegt sich aber ziemlich schnell, muss ich sagen. Ich weiß nicht so genau, wohin muss ich denn? Nach da, ne? Komme ich denn da hin? Kann ich da hoch? Wie die Fledermaus aber auch ein riesiges Handtuch hat und wir nur so ein kleines. Okay. Okay, da können wir nicht hoch. Aber wie man auch genauso rutscht wie bei Banjo-Tooie. Wasser? Okay. Hier können wir ja mal hochgehen, oder? Da hinten ist jemand. Was bist du denn? Es sieht aus wie eine Schlange. Okay, mit A spreche ich die an. Alles gut, Kumpels. Schön, euch zu sehen. Achso, ich muss drücken. Hallo, ich bin Yoka und das ist meine Freundin Laili. Kennen wir dich? Ah, also ist das Chameleon... Chameleon? Ich glaube... der Junge und Laili, die Fledermaus, das Mädchen. Klar doch. Ich bin's. Trouser. Der ehrlichste und agilste Verkäufer. Ja, ich erinnere mich. Du bist die Kanaille, die uns den zwielichtigen Flachbildschirm verkauft hat. Nein, das war ich nicht. Du irrst dich, mein Freund. Hey, Trouser, hast du hier zufällig ein magisches Buch vorbeifliegen sehen? Für 5 Federn habe ich das vielleicht. Sie sind gerade sehr gefragt. Das Buchgeschäft läuft blendend. Vielleicht findet ihr in diesen Schatzkisten genug, die überall herumliegen. Ich habe schon versucht, welche davon zu knacken, während Yoka schlief. Keine Chance. Ach, um sie zu knacken, braucht ihr einen meiner persönlichen Spezialtricks. Wenn du X verwendest, kann unser grüner Freund hier den Schanzwedelangriff ausführen. Der haut richtig rein. X drücken, um anzugreifen. Alles klar. Exzellent. Jetzt die Schatzkisten aufbrechen und bringt mir 5 Feder. Schlimm, diese Sprachfehler. Also hier ist eine Kiste und mit X machen wir die Drehattacke und haben auch schon direkt eine. Ich bin eine Feder, eine von 200 in jeder Welt. Sammle uns alle, um neue Tricks zu kaufen. 200 in jeder Welt? Alter Falter, ey. Aber wie, oh ey. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie cool es ist. Also es macht richtig Laune, jetzt schon, weil es einfach so ist wie früher. Oh, ein. Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht da runterfallen. Da ist ein Rohr und die Welt sieht so schön aus. Oh, ich habe Jahre auf so ein Spiel gewartet. Es gab nach Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie nochmal Banjo Nuts and Balls.
Aber das habe ich nie richtig gespielt. Das war aber auch kein richtiges mehr. Da hat Microsoft irgendwie versucht, nochmal mit diesem Namen Banjo-Tooie was... Oder Banjo-Kazooie... Oh, wie komme ich hoch? Nochmal Geld zu machen. Aber das ging ziemlich in die Hose. Wie viele Federn musste ich sammeln? 5? Kann ich irgendwas machen? Ich drücke mal schon irgendwelche Knöpfe. Ah. Okay, ich kann mich hinhocken. Und, ah, cool. Das konnte Banjo früher auch. Geil, ey. Und hier hoch? Boah, ich glaube, wir werden viel Spaß hier mit haben. Zack. Und Nummer 5. Was bist du denn? Ach ja, das hilft meiner Erinnerung auf die Sprünge. Kommt zurück. Wie cool sie die Hose anhat. Wer bist du denn? Hey Blasto, wie geht's dir heute? Hust, nicht besonders. Ich habe Halsschmerzen und meine Stimme ist fast weg. Oh nein! Das liegt an deiner Karaoke-Einlage letzte Nacht. Du hast uns alle von den Socken gehauen. Hust, da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, jemand hat eine gelbe Zeitung in diese Richtung geworfen. Und ich habe sie versehentlich inhaliert. Ich wünschte, es gäbe eine wirkungsvolle Heilung, die mich wieder in Form bringt. Okay. Oh, wir können... Guck mal. Wir können die Zunge rausschlecken. Ja. Ich will in seinen Maul schlecken. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich könnte in seine Kanone schlecken. Okay, das klingt irgendwie falsch. Okay. Kein Fallschaden. Könnte, glaube ich, von Vorteil für mich sein. Oh, schwimmen können wir. Tauchen können wir mit X. Okay. Mit A tauchen wir wieder auf. Alles klar. Da kommen wir her. Da hinten ist wieder eine Kiste. Wir haben zwar schon genug, aber 200 in jedem Level. Wir wollen das ja hier so gut schon ausfüllen, wie es geht. Eine sinnvolle Möglichkeit, um seine Kanone zu reinigen. Oh, nein, ich bin Idiot. Das steuert sich ziemlich smooth, muss ich sagen. Kann ich die Kisten auch kaputt machen? Ja, ein Schmetterling. Yum, ich bin leckere Schmetterlingsenergie. Sei nett und sammle mich, um deine Energieleiste zu füllen. Okay. Zack. Und wieder eine Feder. Irgendwie? Ah, genau, auf RB kann ich nach vorn wieder die Kamera nach vorne machen, nicht wegrollen. Oh, das ist ja... Hier drunter. Was ist hier? Noch eine Kiste. Aber ich habe noch gar keine Energieleiste gesehen. Oh, oh. Okay. Okay, hier kann ich nicht rein. Gehen wir mal hier hoch. Da ist eine Kiste. Also das ist unser Zuhause, dieses Piratenschiff. Schade. Wow. Ich dachte, dass wir hier vielleicht eine Möglichkeit bekommen, um seinen Halsschmerzen zu helfen. Aber gehen wir mal weiter und sprechen noch mit der Schlange Strausa. Nur zu, Lisbly. Hau raus damit. Wo ist unser Buch? Euer Buch ist in Richtung des Unternehmens hinter diesem Tor geflogen. Seit der Übernahme durch den Konzern von Ivory Towers gehen dort seltsame Dinge vor sich. Ich bin selbst dorthin unterwegs, um ein paar Tricks zu verkaufen. Erlaubt mir, das Tor zu öffnen. Komm, Yoka, lass uns das Buch besorgen, bevor Trouser merkt, dass wir ihm die gefundenen Federn nicht weggegeben haben. Genau so ein Humor wie Kazooie. Okay, also hier kann ich runter. Oh, keine Leggy. Hier kann ich nicht hoch. Okay.
Um diese nächste Kluft zu überwinden, müssen wir A verwenden, um zu springen. Das schaffe ich. Erneutes Drücken von A, während wir in der Luft sind, bewirkt einen Doppelsprung. Okay, also so ein kleines Tutorial-Level. Mit linken Trigger können wir uns ducken, um auf die andere Seite dieses großen Schildes zu gelangen. Okay. Ein Tutorial-Klassiker. Wir sollten nah am Schild stehen. Okay, im Wasser können wir linken Stick verwenden, um zu schwimmen. Alter. Ja. Und A, um aufzusteigen. Und linken Trigger oder links, um tiefer zu tauchen. Wir haben alle das Handbuch gelesen. Ja, natürlich. Aber wir sollten auf die Luftanzeige achten. Damit wir nicht ertrinken. Ja, das sollten wir. Aber auch so Luftblasen wie bei Banjo-Kazooie. Tut mir leid, dass ich so davon schwärme, aber es war einfach das beste Spiel, was es jemals auf der Nintendo 64 gab. Da unten sind Buchstaben drin. Okay. Hätte ich da hinten noch was finden können? Nee. Okay. Also, kann ich das auch kaputt machen? Ja. Gehen wir mal hier durch. Da hinten sind Gegner. Was sind das für blaue Dinger da? Vorne. Sie sehen sogar noch zwielichtiger aus als Trouser. Haben die sich vielleicht verirrt? Das bezweifle ich. An unserer Stelle, und ich bin 50% von uns, würde ich sie mit X angreifen. Im Gegensatz zu diesen Weichschützen. Fühlt sich unsere Gesundheitsleiste nicht automatisch. Du hast recht, aber falls sie uns angreifen, kann ich mit B jederzeit einen in der Nähe befindlichen Schmetterling essen, um etwas Gesundheit zurückzugewinnen. Okay, muss ich die essen oder kann ich die auch einfach nur einsammeln? Ah, okay. Ja, das habe ich aber schon gelesen. Okay. Ah, wie cool, die so einsaugt. Komm her, du. Bam. Keine Chance. Zack. Aber das funktioniert gut, ey. Ich sollte vielleicht nicht reinlaufen. Okay. Story ist bis jetzt noch nicht so ganz. Also bis jetzt nur sammel das Buch. Aber hier oben ist da bestimmt irgendwas. Oh, das war nur eine Abkürzung. Zurück. Na gut. Und hier? Eine Kamera. Betreten verboten. Das ist Privateigentum. Okay. Hallo, wir suchen unser verschwundenes Buch. Es scheint diesen Weg genommen zu haben. Euer Buch gehört jetzt uns. Und bald auch der Rest der Welt. Muahaha. Ein seltsames Geschäftsmodell. Öffnet ihr ein Buchmobil? Eigentlich interessieren wir uns nur für ein ganz besonderes Buch. Und jetzt verschwindet, bevor ich das Wachpersonal rufe. Irgendwas stimmt hier nicht, Lily. Wir sollten uns umschauen. Okay, also da lang können wir nicht. Aber ich denke, umschauen werden wir uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Leider ist dieses Video schon zu Ende, doch hier sind noch ein paar andere Videos, die dich interessieren könnten. Und falls du Lust hast, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!